So, es ist 20.15 Uhr. Herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 4 Live, meine lieben Freunde. Ja, nochmal kurz zur Info des ganzen Projekts. Das Ganze wird hier immer mal wieder live laufen. Ich weiß noch nicht, in welcher Kontinuität. Allerdings, werde ich es immer mal wieder live machen. Und, wird allerdings auch, falls ihr keine Zeit habt, während den Live-Terminen auf YouTube ganz normal laufen. Und, ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Game. Ich habe natürlich schon mal angefangen gestern, habe so ein paar Sachen ausprobiert und aber im Prinzip bleibt es jetzt. Habe ich nicht weit schon gespielt. Okay, cool, so viel dazu. Ich mache das Ganze auf Deutsch dieses Mal und nicht wie sonst immer auf der englischen. Oder mit der englischen Sprachausgabe, weil Fallout doch ein sehr dialog- und textlastiges Game ist. Dementsprechend wollte ich da keinen benachteiligen oder ausschließen. Und ich habe, obwohl ich die englische Synchro doch lieber mag, schon mal in die deutsche eingehört und fand sie ganz okay. Aber genug davon. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und viel Spaß beim Intro. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ja, und da sind wir auch schon in der Charaktererstellung. Also das Intro ist ja mal echt. Ich habe gestern, als ich das erste Mal gesehen habe auf Englisch, totale Gänsehaut gehabt und mich flasht es auch jetzt beim zweiten Mal noch. Ich finde es total cool gemacht. Einfach so. Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, was ich mir denn hier für das Let's Play für einen Charakter erstellen soll. Ich werde auf jeden Fall einen Mann spielen, weil ich es strange finden würde, das als Frau zu machen. Und ich will es nicht so auf eine lächerliche Ebene ziehen, das ganze Ding hier, auch wenn es in Fallout sogar noch halbwegs klappen würde, weil es ja manchmal auch ein bisschen hilarious,
Glorious ist das Game manchmal. Und aber ich möchte mir dann doch eher einen Charakter machen, der so halbwegs zumindest so aussieht wie ich. Weil die Charaktererstellung hier auch relativ cool ist, ist mir aufgefallen. So, wir fangen einfach mal mit den Haaren an, weil das so auch so was ziemlich Markantes ist. Welchen Haarstil nehmen wir denn da? Genau. Garagenband, Gammler. Also, das muss man aber wirklich mal sagen, das ist in der deutschen Übersetzung ganz cool. Da haben sie wirklich den Humor oftmals zumindest ganz, oder sich auch so ein bisschen den zu eigen gemacht. Das ist ganz cool. Wohnwagen jetzt zum Beispiel. Mathelehrer. Okay, unehrenhafte Entlassung. Okay. Imposanter Intellekt. Gut, nein. Wir nehmen hier, brauchen auch nicht so einen scheiß Undercut. Wisst ihr, oder wissen alle, woher der Undercut kommt? Oder wann der auch getragen wurde? Zur NS-Zeit, Freunde. Zur NS-Zeit. Just wanna say that. Okay. Nee, wo ist denn das, was ich jetzt eigentlich suche? Das hier, Rebell. Das sieht so ein bisschen wild aus, aber irgendwie doch noch halbwegs. Ne? Und ich bin auch eher so der Kurzhaar-Typ, denke ich. Ja. Weißt du, wie sehr mir der neue Haarschnitt gefällt? Okay, ja. Danke, Frau. So, dann müssen wir natürlich blond suchen. Hellbraun, nein, dunkelblond, goldblond, blond, platinblond. Ja gut, ich habe ja mehr so dunkelblond, ne? Obwohl, also zumindest habe ich mehr so die Farbe, die hier so das zeigt, genau. Die Okay. neue Frisur steht mir wirklich gut. Okay. Gut, so, dann kommen wir jetzt zu den markanten Dingen. Erstmal die Augenfarbe, würde ich sagen. So. Ich glaube, das ist am PC noch ein bisschen cooler. Mit der Maus, da kann man so ein bisschen präziser das alles auswählen, aber gut. Augenfarbe erstmal. Hellblau. Was haben wir denn noch? Blau? Hellblau. Habe ich eher. Ja, doch. Ich habe auf jeden Fall nicht zu dunkelblaue Augen. Gut, dann nehmen Meine wir hellblau. Augen, das sind meine absoluten Favoriten. Okay, ja. Gut, ich bin noch nicht fertig, also. Stay calm. Vibe, vibe! Bleib ruhig. Augenlider oben. Ich will erstmal noch den Augentyp hier machen. So. Was meinst du, Ich nehme mir Schatz? übrigens ein bisschen Zeit für die Schelmisch schön Charaktererstellung. oder schön schelmisch? Für alle, die YouTube-Version schauen. Ich werde einen Timecode in die Beschreibung packen, So da könnt ihr das schöne Augen. überspringen, falls ihr das lame findet. Also keine Sorge. Weiß nicht, ich habe so ein Nicht bisschen schlecht, gelangweilte Augen, aber nicht auch nicht so schlecht. krass, dass die so mega reinhängen. Es ist schwer zu sagen. Deine Augen. Ich glaube, ich bin auch nicht so Deswegen gut habe ich darin, ja in sowas gesagt, zu dass du mich designen. gefragt hast. Schief? Nein, schief habe ich nicht. Was haben wir denn hier überhaupt? Müde. Müde passt doch zu mir. Müde, ich bin immer müde. Dementsprechend Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. passt das auch zu mir eigentlich. Müde. Nehmen wir doch mal die hier einfach. So, Augenbrauen. Typ. Du hast so ein ausgeprägtes Kinn. Aha, ich bin gerade bei den Augenbrauen. Darling. Das fand ich übrigens so cool, dass ich das gestern, da sagt sie die ganze Zeit Honey. Und, Richtig schön keine Ahnung, frisch. Honey und Darling, finde ich, das sind einfach so, das ist so oldschool kitschy und passt perfekt zu der Zeit. Aber doch irgendwie ganz cool. Hingegen so Süße oder Süßer oder Ich liebe dieses Schatz klingt dann immer Gesicht. so ein bisschen so, well, was nehmen wir denn mal für Augenbrauen? Sowas hier. Das ist noch tendenziell am ehesten. Okay, dann den Mund. Ich habe eine mehr oder weniger große Unterlippe. Umfang, Steuerkreuz, sagte. Oh Gott, so groß dann auch wieder nicht. So vielleicht. Ja. Ja, nicht schlecht. Die Unterlippe ist dafür mehr so. Ja, nee, ist nicht so groß, sonst sieht das so. So vielleicht, ja. Annehmen. Wirklich. Sean hat dein Die Lächeln. Nase. Aha, Schauen. so. Oh Gott, ich habe keine schiefe Nase, nein. Auch keine so hohe Nase, ich habe auch keinen so Zinken, sondern halt schon ein Schatz, findest du bisschen meine Nase Stupsi. zu groß? Typ, Form, Typ. Oh,
Auch mal immer von der Seite mal gucken. So eine süße Nase. Ja, nee. Ich muss erstmal Nase formen. RBLB. Ah. Ah. Kann ich die Stupsigkeit einstellen? So, das ist doch schon eher meine Nase. Würde ich mal sagen. Relativ hier so in diese Biegung da unten. Tendenziell ist das schon. So halbwegs zumindest. Okay. Das nehmen wir auch an. Hallo, schöner Mann. Mal Wangenknochen sind. Ja. Ist nicht so übelst markant, aber auch nicht so low. Oh, nee, ist schon fast zu sehr so. So attraktiv. Oh Gott, shut the fuck up. So, Kinn. Ist schon ein bisschen breiter auch. Ist jetzt nicht so ein schmal, oder beziehungsweise Kiefer. So, Kinn passt eigentlich so schon fast. Nicht so ein tiefes Kinn. Kann man hier auch irgendwie so grübchenmäßig so ein bisschen, so Höhe. So ist es fast bei mir und so, ja. In der Art. Okay, Ohren passen eigentlich so, ist jetzt auch nicht so das Problem, aber jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil. Weil so ist es eigentlich schon okay, ich will da jetzt auch nicht jeden Scheiß stellen. Erstmal Hautfarbe vielleicht. Ich habe eigentlich eine relativ hohe, helle Hautfarbe, aber es ist so blass tatsächlich. Sonnengebräunt, okay, auf jeden Fall nicht. Rosig eventuell. Also hell sieht aber auch weird aus. Wir nehmen rosig. Richtig schön frisch. Klingt wie aus so einer schlechten Werbung. Okay, Bart. Bart ist wichtig. Bart. Cooler Typ, ja, Gentleman. Ja, wir können es auch so einen geilen Schnauzer machen. Nice. Nee, aber wir wollen natürlich einen coolen Bart, denn Bärte sind sehr, sehr fesch. Aktuell ist ja auch No Shave November. Wobei ich das wieder verpeilt habe und dann viel später, Gott, weiß nicht, Naturbursche, so ein Bursche. Ja, Gangster, das ist mir ein bisschen so, nee, wenn schon Bart, dann aber richtig. Nee, hat das jemand die nee, Vollgas, man hat schon, nee, oh. Den Bismarck können wir auch machen. Oder den Lincoln. Oh. Nee. Genau, Abenteurer. Oder halt ganz krass bereit für das Ende. Ich find's schon fest, der ist aber so richtig fusselig. Fusselig! Abenteurer ist dagegen schon so ein bisschen. Ah. Ja, wir nehmen mal Abenteurer. Ich mag die Stoppeln. Die unterstreichen dein Kinn. Oh. Danke. Wow. So. Okay. Reicht das so vom Gesicht? Ist das okay? Das sieht mir jetzt nicht super ähnlich, aber ich bin auch, glaube ich, nicht talentiert genug dafür. Typ. Ich Ernst. Finde, das sieht ziemlich gut aus. Cool. Altig. Nee, Falten habe ich jetzt nicht so krass. Runzelig. Ja, schon so ein bisschen. Also, in ja, Ernst passt aber eigentlich auch. Anders. Aber was? Die Stirn. Schnuckibär. So, okay. Gehen wir zurück. Geschlecht. Lass mal, wie gesagt, so Extras. Ah, ja. Eine Narbe fände ich eigentlich schon fesch. Habe ich bei meinem anderen Typ gestern auch gemacht. Keine Ahnung. Sowas hier vielleicht. So eine kleine halt. Ja, komm. Nehmen wir die. Was meinst du, Schatz? Schön oder schön schön? Warum ist jetzt weg? Narbe. Nein. Den Gebrauerklein da. Anwenden. So, annehmen. Siehst so gut aus wie am okay. ersten Tag. Ja, ich bin ja auch jung geblieben, ne? So, Mal und Makel, das sind so Pickel und so. Und so Sommersprossen. Ich habe zwar Sommersprossen, aber nicht solche. I'm not Pippi Langstrumpf und Leberflecken habe ich sowieso nicht im Gesicht. Also, weg damit. Okay. Dann machen wir noch Körper. Genau. Ich habe ja schon ein bisschen breiteres Kreuz. So. Aktuell aber auch nicht. Oh Gott, nein. Was gibt's denn noch? Wie sieht denn ganz dürr aus? Nein. Tendenziell schon so. Vielleicht.
Das ist jetzt nicht so die übelste Kante. Aber so vielleicht so, sowas in die Richtung hier. Ist auch okay aus oder sieht das furchtbar scheiße aus? Ja, wir machen es einfach mal so. So ein bisschen so relativ mittig. Bisschen muskulöser, ein bisschen größer, wie es hier heißt. Annehmen. So. Okay, cool. Das wär's dann eigentlich, im Prinzip. Ich jetzt einfach mal so sagen, wir sind damit ganz zufrieden und denke, dass wir das so machen können. Jetzt möchte ich noch mal kurz was ausprobieren. Ich hoffe, da jetzt geht es nicht alles verloren. Nein. Ob wir unsere Frau quasi auch designen können. Also, was gibt's denn hier so? Kann man da jetzt vielleicht ein bisschen was... Oh Gott, nein. Weil ich frage mich dann, ob die halt, auch wenn wir die nicht spielen, trotzdem anders aussieht. So, ne, das, oh, das ist mir ein bisschen zu... nein, ich sag jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe. Ich bin nicht so der kurzarme Typ, also, keine Ahnung, bei Frauen finde ich, lange Haare sollten schon sein. So, wir gehen mal wieder zurück zum Standard-Dings und jetzt möchte ich mal Gesicht, dann kurz Haare, Stil, was gibt's denn hier so? Gibt's hier das, was ich cool fände? Nee. Mädchenhaft. Bob. Die Schweißerin. Die seriöse. Ja, gehen wir schon wieder in die kurze Frisur rein. Ich fände schon so ein Pferdeschwanz ganz cool. So. Ziemlich sexy, aha. Die anspruchsvolle. Nee, das ist mir so ein bisschen so sekretärinmäßig, ne? Die Schweißerin. Warum auch immer das die Schweißerin heißt, ich finde es aber. Oh nee, das ist ein bisschen zu krass, oder? Ah, mal gucken, was wir daraus machen können. Ich habe den besten Farbe. Friseur, wirklich. So, was gibt's denn hier noch? Rotbraun, fuchsig. Fuchsig. Braun. Dunkelbraun, tiefbraun, schwarz. Sind dieselben Farben, ne? Kühles Braun, ne? Ich finde ja so ein warmes Braun, finde ich schön. Deine Haare sehen toll aus. Okay, Augenfarbe. Blau. Blau ist das Beste, ich sag's euch. Blassblau. Nein. Stahl. Hellgrau. Nein. Stahl. Stahl ist. Blau. Hellblau. Blau. Einfach ich finde, blau. Schauen hat meine Augen. So. Jetzt machen wir das Ganze noch ein wenig. Okay, eigentlich finde ich so. Na, obwohl die Augenbrauen vielleicht mal gucken, was es da gibt. Typ. Eine hübsche Frau. Oh Gott, nicht so buschig. War auch nicht so. Das sieht irgendwie so richtig depressiv direkt aus. So, nein. Ja, gefällt mir. Oh Gott, nee. Dünn ist schon gut, aber nicht so. Nicht so. Keine Ahnung. Hm. So hübsch. Dünn abgerundet, durchschnittlich intensiv. Sehe noch immer gut aus. Voll. Ja, normal geschwungen. Weiß nicht. Ist das gut? Du siehst wirklich keine. Gucken wir einfach mal, sonst ändern wir das gleich nochmal. So, Typ, Mund. Oh Gott. Oh ja, das geht. Mach mal so. Formen. So. Bisschen größer schon, aber auch nicht so übertrieben, weil das ist dann wieder so. So. Annehmen.
Du hast so tolle Wangenknochen. Oh Gott, ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte formen. Okay. So, jetzt bewegt er den gesamten Mund, ne? Hey, wir wollen schon mittig haben. Ne? Ah Gott, formen. So, schon viel besser. Nicht okay, schlecht. Wangenknochen, Formen. Ne, ich finde, die sollten schon ein bisschen voller aus sein dürfen. So, und vor allem, er hat so ein schmales Gesicht gerade. Okay, so gefällt es mir dann wieder auch nicht. So vielleicht. Ah, schon eher. Du bist schön, Kinn, weißt du das? Kinn ist super klein. Ist auch nicht unbedingt cool. Nee. So, das sieht doch okay aus, oder? Nein, sieht von der Seite scheiße aus. Oh ne, es geht. Okay, annehmen. Sieht gut aus. So, Nase. Die muss auch ein wenig stupsiger werden. Wie ging das nochmal? Ah ja. Ein wenig stupsiger und vielleicht noch ein wenig. Größer. Gott, nee, so vielleicht auch nicht. So vielleicht. Sieht das okay aus? Ach. So eine süße Nase. Gott, ich bin echt nicht gut in sowas Design. Ich screw das immer richtig ab. Ich finde es gerade okay, aber es ist jetzt auch kein Geniestreich. So, okay, machen wir jetzt einfach mal Körper. Okay, also. Viele tendieren ja bestimmt hierzu. Wow, ist das cool. Nein. Muskulös. Wow. Und groß. So, gut, ich finde. Kann schon so. Dann kannst du dich jetzt bitte nochmal richtig drehen. Danke. Schon tendenziell, na so, oder? Also so ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht fett. Also, okay. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, wir wechseln das Geschlecht wieder, ob dann auch alles so bleibt. Okay. Gut. Ich werde auch übrigens zwischendurch immer mal wieder abmoderieren quasi. Damit das für YouTube einfach zu schneiden ist. So, erledigt. Charakter bestätigen. Okay. Cool. Mal gucken, ob sie jetzt so bleibt. Wäre ganz fesch. Oh ja, nice. Das finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall gut. Hey, Schatz. Nora. Ich bin gleich soweit. Alles klar, Nora. Oh, ein Newspaper hier direkt über dem Klo. Genau. Third Person nochmal kurz gucken. Das sieht doch fesch aus. Okay, alles klar. Haarbürste. Gucken wir uns noch mal ein bisschen hier in unserem Haus um. Oh, Mr. Handy. Naja, wir haben ja so einen Roboter. Und wir haben ja jetzt auch eine Stimme. Das war ja vorher auch nicht so, dass unser eigener Charakter eine Stimme hat. Ich finde sie im Deutschen eigentlich auch ganz fesch. Braxo, wenn's richtig sauber werden soll. Aber die erinnert mich ein bisschen an diese Zirkus Halligalli-Stimme, die man dann so episch sein sollte, aber ich weiß nicht, ob sie es ist. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Auf jeden Fall cool. Ich gucke vielleicht bis zur nächsten Session mal nach, wer den denn spricht, hier den deutschen Protagonisten. Dann schaue ich mal nach. Das ist, oh, unser Schlafzimmer. Cool, cool. Oh, ein Ohr. Schon wieder kaputt. Ach Mann. Ich habe Untertitel übrigens aktiviert. Ich denke mal, das ist ganz okay. Falls ihr euch das stört, müsst ihr das einfach mal sagen. Dann würde ich das tun. Oh, wo ist das unsere Militärkleidung? Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Mhm. I think so too. Okay. Ja gut, cool. Oh, es steht hier. Wonder Glue, yeah! Genau.
Ich wollte eigentlich schon immer mal Fallout 3 auch spielen. Oh, wir sind im Kinderzimmer. Sean! Hallo! Ah, Babys sind schon cool. Wobei ich natürlich jetzt immer an... Oh ja. Wobei ich immer an Dings denken musste, tatsächlich. Warum heißt der Sean? Ich musste immer an Heavy Rain denken. Und dann, wie der Protagonist Sean heißt. Oh, das Special-Buch aus Fallout 3. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Man weiß es nicht. Genau, ich wollte auch Fallout 3 eigentlich immer mal präsentieren, aber dann war jetzt Fallout 4 schon so nah und dann habe ich mir gedacht, machst du das doch mal. Und jetzt kam Twitch noch dazu. Hm. Entweder er ist ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Ja, das glaube ich auch. Okay. Ein Leuchtturm erinnert mich an das eine Fallout 3 DLC. Oh, guten Tag. Cotsworth. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und ja. Die neue Zeitung. Boah, nice. Danke. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Ja, ich find's übrigens auch ganz fesch. Und nehmen wir mal einen Schluck Kaffee. Oh, geil. Oh, yeah, Kaffee. Ich muss sagen, in echt habe ich in letzter Zeit, seitdem ich Student bin, so ein bisschen so eine Kaffee-Affinität entwickelt. Ich bin irgendwie voll jeden Tag und das ist eigentlich nicht so gut. Grognack, der Barbaren, yeah. Der Fledermaus-Babys. Das brachte einem immer plus 1 Stärke in Fallout 3. Ich finde es aber ganz fesch, dass man jetzt mal hier so... Oh Gott, Sean! Das klingt nach einem Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Bist du sicher? Ich habe am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Das will ich aber machen. Ich hoffe, da ist alles okay, ne? Gut. Warum läuft die ganze Zeit der Fernseher? Was ist das für... Ist das so eine Familie? So eine amerikanische Familie? Genau, ich finde es ganz cool, dass man hier mal alles so sieht, wie es sein soll. Oh, cool. Coca-Cola, eiskalt. Oh ja, Coca-Cola. Nice. Gut, Kühlschrank wieder zumachen. Nora, wie geht's? Was gibt's Neues in der Zeitung? Wir sollten Cotsworth demnächst mal wieder warten lassen, oder? Puh, ja, gut. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Okay. Der kommt jeden Tag. Ich hab die Tür. I got the door. Honey. Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Oh. Was? Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Stimmt. Diese Chinesen fallen ja in Alaska ein, ne? Ist ja gar nicht so weit weg. Eile? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um ihre Zukunft. Was? Meine Zukunft? Aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Das stimmt. Zeit ist Geld. Zu teilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Das klingt doch ganz gut. Passt das denn auch? Sind wir da... Ja. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau. Was? Nicht Cotsworth? Nein! Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Gut. Sarkastisch. Das Ende der Welt? Na, endlich! Ja, Mensch, da haben wir schon alle drauf gewartet. Richtige Einstellung. Nun, also dann. Ja, very nice. Okay, jetzt können wir hier unsere Punkte verteilen. Erstmal Name.
Machen wir einfach mal Psycho, ne? Oder? Nee, ist das zu unrealistisch, yo? Dann nehmen wir halt meinen echten Namen. Silas. So. Fertig. Okay, ist ein bisschen strange, oder? Ich könnte auch meinen ganz alten Oblivion-Namen nehmen. Der war so richtig seltsam. Den hatte ich in Oblivion. Und in Skyrim, glaube ich, auch sogar noch. Salonem. Bin ich durch. Gott, wie heißt nochmal der jüdische König? Nicht David, sondern. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Genau, drauf gekommen irgendwie damals, aber es. Auch irgendwas. Ich komme gerade echt nicht drauf, das regt mich echt auf. Aber nein, das klingt auch doof. Wir bleiben bei Silas, denke ich mal. So. Just wanted to mention that. Okay, Stärke würde ich auf jeden Fall gerne ein bisschen was haben, weil dann kann man mehr tragen. Genau, ich kann es mal vorlesen. Stärke repräsentierte deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursacht. Gut, letzteres ist nicht so wichtig, also, aber tragen ist schon gut. Ich brauche Loot. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Watz. Genau, Watz ist ja dieser Zielmodus, wo alles quasi angehalten wird, beziehungsweise in Zeitlupe abläuft. Genau. Da würde ich auch gerne ein bisschen was haben. Dann werden Gegner nämlich auch früher gespottet, quasi auf dem Radar und so. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Genau, man kann jetzt auch sprinten, konnte man in Fallout 3 ja noch nicht. Seit Skyrim geht das ja in Bethesda Games auch. Nehmen wir erstmal 3. Charisma. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Das würde ich gerne hoch haben. Mindestens so auf 7. Ja, doch. Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der wird bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du hältst. Ja, ich würde schon gern so auch Intelligenz relativ hoch haben. Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Schleichen ist eigentlich auch relativ wichtig. Glück. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Würde ich eigentlich auch gerne mal mit dem Loot. Wo nehmen wir dann mal ein bisschen was weg? Stärke vielleicht nochmal einen weg. Und Charisma doch nochmal einen weg. Dann machen wir hier noch eins rein. Und Wirklichkeit. Nee. Glück noch eins. So. Okay, ist das okay so? Ich denke schon. Auch diese ganzen Animationen hier. Vom Vault Boy. Okay. Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die es auf YouTube schauen, ist jetzt hier der erste Part zu Ende. Und ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Das war's mit dem ersten Part von Let's Play Fallout 4.